Angela war ja auch unterwegs gewesen letzte Woche und hat da die Mahnwache in Koblenz besucht und wollte uns ja gerne auch mal ein bisschen was berichten, was da so in Koblenz los ist. Und so auch noch ein paar Sätze sagen, glaube ich, auch noch zur Ukraine. Angela. Guten Abend. Hallo Braunschweig. Also, Rick hat es ja schon gesagt, ich war letzten Montag in Koblenz und es ist so, wie auch, als ob ich hierher gekommen wäre. Ich bin sofort ganz herzlich aufgenommen worden. Es war genau wie bei uns, mit einem offenen Mikrofon, herzliche Menschen. Und was mir ganz besonders gefallen hat, dass auch Koblenz hat mittlerweile Arbeitsgruppen. Koblenz ist auch beim wegmitdemgeld.de so ungefähr. Und bringen auch Sachen mit, eben die zur kostenlosen Verfügung stehen, die man sich nehmen kann, wenn man es benötigt. Da wird extra gebacken sogar und alles Mögliche. Also es hat mir sehr gut gefallen. Und ich soll euch auch ganz, ganz herzliche Grüße aus Koblenz übermitteln. Koblenz ein kleines bisschen anders läuft, was mir aber eigentlich sehr gut gefallen hat, ist, die haben so Kärtchen, die sind auf der einen Seite rot, auf der anderen Seite grün. Und wenn jemand sprechen möchte am offenen Mikrofon, dann stellt er sich kurz vor mit seinem Thema und dann wird die Mahnwache demokratisch, basisdemokratisch abstimmen, ob derjenige reden darf oder nicht. Und nach 10 Minuten, weil die Redezeit ist 10 Minuten, ne? Dann wird gefragt, wollt ihr denjenigen weiterreden hören oder wollt ihr, dass er aufhört? Also, ich finde, besser geht's doch nicht, oder? Ja, weil ich das gerade gesagt habe, mit dem möglichst ohne Geld, also mit weniger Geld leben wir. Wir haben hier unsere Bücherkiste. Die Bücher sind zum Verschenken. Also, auch wenn ihr Bücher zu Hause habt, die ihr nicht mehr benötigt und weiter auf die Reise geben wollt, könnt ihr sie mitbringen. Oder ihr könnt euch hier was wegnehmen. Es sind auch jetzt kommen immer mehr Lebensmittel, es sind Flyer da. Also schaut euch ruhig um. Ja, was ich nochmal sagen wollte, ihr wisst, mein Herzensthema ist die Ukraine. Und was da jetzt gerade wieder mal passiert ist, mit diesen 280 weiß lackierten Lastwagen. Es wurde ja gesagt, es wäre eine russische Invasion. Ja, es war eine russische Invasion, eine russische Kurzeninvasion. Und zwar sind diese Lastwagen bereits eine Woche an der Grenze gestanden, ne? Und sie wurden vom Roten Kreuz untersucht, eindeutig. Sie wurden auch von OSZE-Beobachtern untersucht. Das Rote Kreuz hat die LKWs anschließend verblombt. Die OSZE hat außerdem bestätigt, dass es keine Waffen oder sonstiges in diesen LKWs gab. Der einzige Grund, warum diese LKWs nicht losfahren durften, ne, war der, dass die Ukraine nicht garantieren wollte, dass die Hilfslieferung heil ankommt. Wir haben keine Garantien gegeben, sozusagen, wir tun jetzt mal einen Tag aufhören mit Schießen, damit die humanitäre Hilfe ankommt. Nein, sie haben weitergeschossen. Und als die LKWs dort angekommen sind, gab es auch wieder einen Angriff auf Lugansk. Wer jetzt da von einer russischen Invasion spricht, der übersieht, dass mittlerweile Deutschland humanitäre Hilfe an die Jesiden liefert, auch ohne in Syrien nachzufragen, also auch auf syrischem Gebiet. Da sind die Grenzen Syriens uninteressant. Da spricht man nicht von einer deutschen Invasion. Und was ist mit den Kurden? Okay, die AKP soll keine Waffen bekommen, aber die anderen Kurden, die Peschmerga, die bekommen jetzt Waffen von Deutschland. Da frage ich, bei Russland sagt man, um Gottes Willen, die würden Waffen liefern, was überhaupt nicht stimmt. Es gibt keinen Beweis dafür, weil sonst wäre in den Medien schlagkräftig ausgeschlachtet worden. Aber wir liefern jetzt in ein Kriegsgebiet Waffen, obwohl die Doktrin der Bundesrepublik Deutschland immer gewesen ist, in Krisengebiete werden keine Waffen geliefert. Was passiert mit diesen Waffen hinterher? Wem fallen sie in die Hände? Gegen wen werden sie gerichtet? Und deswegen bin ich ganz klar, nein für Waffenlieferungen außerhalb von Deutschland in Kriegsgebiete.
Ich möchte aber auch nicht verschweigen, dass es mittlerweile einen ganz, ganz zarten Hoffnungsschimmer am Horizont gibt. Ich weiß nicht, ob jemand das Sommerinterview mit Angela Merkel gesehen hat. Mir ist dabei was aufgefallen. Und zwar, Gefühle hat die Frau nicht wirklich, weil egal um welches Thema geht, sie hat immer denselben Gesichtsausdruck. Aber sie hat eindeutig gesagt, die Ukraine bekommt kein Angebot, in die NATO einzutreten. Das ist schon mal positiv. Zweitens hat sie gesagt, sie unterstützt Poroschenko bei einer Dezentralisierung der Ukraine. Was man darunter versteht, oder ich glaube nicht, dass Poroschenko das ernst meint, aber dass Merkel darauf hinweist, Dezentralisierung der Ukraine, das ist ein ganz zarter Hoffnungsschimmer, dass im Donbass eventuell doch so etwas wie eine autonome Republik entstehen könnte, innerhalb der Ukraine. Außerdem hat sie Poroschenko auch gesagt, er soll doch mit Putin reden, mit Russland reden, auch auf wirtschaftlicher Seite. So, außerdem hat Lavrov, der russische Außenminister, hat jetzt nochmal ein ganz Signal gesendet an die Ukraine. Die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland könnten wieder liberalisiert werden. Und sie können sich vorstellen, die Ukraine in die Eurasische Union aufzunehmen. Das sind also Friedenssignale von Seiten Russland. Und das stimmt mich hoffnungsfroh. Yatsenyuk hat nun darüber geklagt, dass in der Ukraine so gut wie kein Gas mehr vorhanden ist. Spätestens im Oktober werden auch die Kraftwerke ausfallen, weil kein Strom mehr vorhanden ist, um die Kohlezüge in die Kraftwerke fahren zu lassen. Der Ukraine droht ein kalter Winter. Angela Merkel hat 250 Millionen Soforthilfe an die Ukraine versprochen für humanitäre Hilfe oder Aufbau im Donbass. Die Frage ist, wird dieses Geld auch dafür verwendet oder werden damit Waffen gekauft, weil die Ukraine möchte ihren Waffenetat erhöhen. Die möchten 3 Milliarden alleine in die Ausrüstung der Armee stecken. Wo wollen sie das Geld hernehmen? Und sie haben 5 Milliarden Schulden an Russland alleine nur für Gas. Also hier sind noch ganz große Probleme, die geklärt werden müssen. Und ich kann mir im Moment ehrlich gesagt nicht richtig eine Lösung vorstellen, wenn nicht alle Seiten sich aufeinander zubewegen. Und dazu gehört, dass auch die Menschen im Donbass mitgehört werden. Weil was mich positiv gestimmt hat, Angela Merkel hat sich in der Ukraine mit mehreren Bürgermeistern getroffen, von verschiedenen Städten, zum Beispiel von Lviv, von Lemberg und so weiter, aber auch mit dem Bürgermeister von Donetsk. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und ich kann nur hoffen, dass endlich vielleicht da ein Einsehen ist, dass es so nicht weitergehen kann und dass dieser Wahnsinn endlich ein Ende hat. Dankeschön. Ja, super. Danke, Angela.